Schuhe sind drin, Schuhe sind drin, Trinken ist drin, alles ist drin. Ich würde sagen, wir nehmen die Tasche mit und ja, gehen auf zum Spiel. Let's go! Hat die Arminia aus Bielefeld zu Gast? Ihr seht schon, ich habe wieder das Trikot am Start, habe die Tasche gerade abgelegt, kam gerade vom Spiel. Gegen wen wir wohl gespielt haben? Wir haben gegen Arminia Bielefeld gespielt, Leute. Wie das Spiel abgelaufen ist, ob wir gewonnen haben, ob wir verloren haben, das erfahrt ihr in diesem Video. Deshalb jetzt schon mal auf jeden Fall ein Like da lassen. Und da würde ich sagen, ja, legen wir direkt los. Let's go. Ja, ihr habt richtig gehört, wir haben gegen Arminia Bielefeld gespielt. Und ja, kurz zur Statistik, wir haben bis jetzt 28 Punkte in der Liga, Arminia Bielefeld hingegen nur 14 Punkte und aktuelle Platzierung ist von uns der 8. Platz und von Arminia Bielefeld der 12. Platz. Und genau deswegen braucht Arminia Bielefeld einen Sieg. Wir haben bei uns heim im Stadion gespielt, haben natürlich Heimvorteil oder auch Nachteil, denn wir stehen in der Heimtabelle auf dem vorletzten Platz. Macht aber nichts draus, Leute, wir sind auf jeden Fall ins Spiel reingegangen, waren richtig heiß, wollten unbedingt gewinnen, weil wir wussten, Bielefeld kommt und will besiegen. Aber ja, so leicht lassen wir uns nicht hergehen. Zwischen Oberhausen und Bielefeld gab es insgesamt 9 Duelle, davon 2 Siege, 4 Unentschieden und auch 3 Niederlagen. Und deshalb, Leute, lasst auf jeden Fall jetzt ein Like da. Ich laber nicht mehr lange drumherum. Ich würde sagen, wir hüpfen direkt ins Spiel hinein. Let's go! So, Leute, kurz vorab, ich habe leider nicht so viele Spielszenen am Start. Aber Leute, wenn ihr wirklich die 2000 Likes auf dieses Video knackt, Leute, stelle ich mir meine eigene Kamera dahin, finde das Video komplett für euch da draußen, genau für dich da draußen und zeige euch wirklich alle Szenen. Wenn ihr wirklich sowas haben wollt, lasst gerne ein Like da, dann weiß Bescheid, dann gebe ich mir Mühe und kläre das alles ab, auch rechtliche Gründe und so weiter. Deshalb ein bisschen komplizierter, aber bei 2000 Likes, Leute, zeige ich euch alle Szenen und ich würde sagen, kommen wir jetzt, ja, direkt zum Spiel. Let's go. Ich muss schon sagen, anfangs war es schon relativ hektisch, der Ball ist hin und her geflogen und so entsteht auch das erste Tor hier. Hier hat Cedric, Innenverteidiger, den Ball, chippt den Ball einfach hinter die Kette, Seffer läuft durch und Leute, ihr seht schon, Seffer läuft, zack, lange Ecke, Tor, Leute. 1-0 für uns in der 6. Minute, Leute, ihr seht schon, da wird gefeiert, Seffer mit einem neuen Tor, ich glaube sein 8. Saison-Treffer. Auf jeden Fall, geil gemacht, Leute, einfach hinter die Kette. Gechippt. Perfekt hinter die Abwehr gechippt. Arminia Bielefeld hat sich zu spät abgesetzt. Dann kam natürlich der Laufweg von Seffer, der für den Innenverteidiger wirklich schwer zu verteidigen ist, Leute. Schaut mal immer wieder ein bisschen was ab. Ihr seht schon, so einen Laufweg kann zum Tor führen. Einfach nur hinter den eigenen Verteidiger hinweglaufen, dann seid ihr schon alleine vor dem Tor. Somit gehen wir 1-0, ja, in Führung in der 6. Minute. Natürlich war Bielefeld dann am Drücken. Es war noch relativ früh. Das Spiel konnte noch komplett umkippen. Deshalb hier in der 22. Minute Arminia Bielefeld am Ball. Ja, da hat der linke Innenverteidiger den Ball. Wird nicht angelaufen, spielt den Ball lang. Da nimmt der Stürmer den an und ja, wird umgegrätscht. Und der Schiri zeigt auf. Ja, also der Schiri zeigt einfach auf den Elfmeterpunkt, Leute. Wir haben danach drüber gesprochen. Wir haben danach geschaut, Leute. Und es war wirklich kein Elfmeter. Ja, es war Kontakt da. Aber der Ball, ihr seht schon, der Ball fliegt komplett weg. Das heißt, er hat den Ball auch wirklich berührt. Und ja, umstrittige Szene, viele sagen Elfmeter, viele nicht, ist immer so eine Sache, ne? Man kann auch sagen Videobeweis, aber U19 Bundesliga und Videobeweis ist. Nichtsdestotrotz wurde auf Elfmeter entschieden. Und natürlich geht es dann gegen unseren Keeper Justin. 1-1, wir schauen uns den Elfmeter mal an. Der Stürmer läuft an, Justin springt in die rechte Ecke, der Ball geht unten rechts rein. Ja, Tor für Arminia Bielefeld, 1-1 und ja, ist ein Stand. Ja, wie 0-0 kann auch alles passieren, aber ja, das war's auch. Wir haben wirklich nicht mehr viel gemacht in dem Spiel. Man muss sagen, das Spiel war relativ ausgeglichen, es war hin und her. Wir haben trotzdem echt viele Chancen gehabt. Ich hatte auch eine gute Aktion, wo ich rechts außen gewesen bin. Hab den Ball dann, ja, probiert links oben reinzuschießen. Leider vorbei aufs Tor. Am Tor. Aber ja, ich würde euch gerne, Leute, weitere Szenen zeigen. Aber ich habe nicht mehr Aufnahmen, leider. Deshalb, Leute, wie gesagt, wenn ihr solche Videos sehen wollt, lasst gerne ein Like da, 2000 Likes für eine neue Folge mit mehr Aufnahmen. Deshalb jetzt mal knackig ein Like da lassen. Und ja, das war's von uns. Wir haben 1-1 gegen Bielefeld gespielt. Leider kein Sieg geholt, Leute. Im Spiel haben wir gegen die gewonnen. Aber man muss sagen, ein Punkt ist ein Punkt und bringt uns natürlich auch weiter. Für Bielefeld sah es natürlich nicht so gut aus. Aber ja, wir sind jetzt im sicheren Mittelfeld, Leute. Und wie gesagt, nächstes Spiel geht es gegen Fortuna Köln ran.
Das Spiel wird ebenfalls ein hartes Spiel sein. Deshalb müssen wir jetzt eine Schippe drauflegen, um da wirklich die 3 Punkte zu holen. Relativ schwierig in Köln, gegen Köln, eklige Mannschaft. Und wer das Spiel schon im Hinspiel gesehen hat, Leute, ich sag dazu nicht mehr viel, ich zeige nur den Artikel. Das reicht schon, Leute. Mehr müsst ihr davon nicht wissen. Das Spiel ist ein bisschen umgekippt, aus dem Ruder geflogen. Aber ja, wir haben trotzdem gewonnen. Und ich bin gespannt auf das Rückspiel. Wenn ihr es sehen wollt, wie gesagt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und dann würde ich sagen, ja, was können wir noch so sagen? Ach ja, Leute, ich habe auf jeden Fall von Nike auch einen neuen Schuh erhalten, Leute. Guckt euch diesen Schuh mal an. Einmal bitte ein Schuhporn. Der Schuh ist einfach brutal, Leute. Und ich habe überlegt, komm, weil ihr so eine heftige Community seid, weil wir einfach ultra heftig sind derzeit. Leute, es sprengt komplett YouTube, sprengt komplett den Like-Button. Wenn wir wirklich genug Likes kriegen, Leute, verlosen wir diesen Schuh. Deshalb kommentiert auf jeden Fall jetzt in die Kommentare, wer diesen Schuh haben will, Leute. Und dann würde ich auch sagen, ja, schreibt in die Kommentare, warum ihr den Schuh haben wollt. Und sonst würde ich sagen, ja, lasst ein Like da, folgt mir auf meinen Social-Media-Kanälen. Da posten wir weitere Bilder von den Spielen etc. Wie gesagt, nächstes Mal gibt es mehr Aufnahmen. Da würde ich mich gerne über einen Abo freuen. Gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr am Wochenende gemacht habt und gegen wen ihr gespielt habt. Und ja, passend zum Schuh, gerne kommentieren, Like da lassen für die neue Folge. Und ich würde sagen, ja, wir sind wieder raus. Yuskil ist back and out. Heute, wir sehen uns im nächsten Video. Ihr wisst Bescheid, Yuskil ist der Best Army. Danke fürs Zuschauen. Ciao.